Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zur jetzt schon 225. Folge hier vom Daily Shop. Und auch heute werde ich euch natürlich wieder den neuen Shop zeigen. By the way, wenn ihr jetzt gleich oder auch heute Nachmittag in Fortnite Ingame seid, schaut gerne mal nach, ob sich der Creator zurückgesetzt hat bei euch. Denn alle 14 Tage muss man das Ganze wieder neu eintragen. Da löscht sich quasi dieser Creator-Code wieder raus. Also ja, schaut gerne mal nachher kurz nach, wenn ihr in Fortnite Ingame seid. Und tragt gerne Snoxy, also mein Creator-Code, Snoxy dort wieder ein. Snoxy mein Kanal und ein kleines I ans Ende dran. Wäre wirklich mega, mega lieb von euch und ja, ermöglicht mir überhaupt diese ganzen Giveaways hier zu machen. Deswegen ja, vielen Dank an jeden, der das dort einträgt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem heutigen Shop. Und zwar haben wir da einen ziemlich coolen neuen Skin drin. Ich feiere ihn zumindest. Und wir haben noch ein Paket. Das werde ich euch auch gleich vorstellen, was da alles drin ist. Und man spart auch ein bisschen was. Ich werde gleich nochmal ganz kurz dazu was sagen. Starten wir aber wie immer ganz links auf der Seite mit dem heutigen neuen Skin. Er heißt Federverteidiger und kostet 1500 V-Bucks. Und ihr seht schon, es ist einfach ein Huhn. Und es ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, dicker. Also es schaut irgendwie so ein bisschen dicklicher aus. Finde ich auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ist halt auch voll der Fun-Skin. Auch die Augen sind einfach so in verschiedene Richtungen. Ja, ich feiere den Skin auf jeden Fall. Als Backpack hat er auch einen ein Ei hier so auf dem Rücken, was auch schon so leichte Risse hat. Auf jeden Fall ein ziemlich cooler Skin, gefällt mir. Wird sich definitiv direkt geholt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den Skin so findet. Und ich werde diesen Skin natürlich auch heute wieder verlosen. Das bedeutet, ihr könnt heute wieder... Nein, ich mache gleich was viel krasseres. Und zwar verlose ich heute nicht nur diesen Skin, nicht nur 1500 V-Bucks, sondern die Hacke und den Gleiter auch noch gleichzeitig dazu. Das sind, glaube ich, 1500 oder 2000. Also haben wir dann hier direkt mal das große Paket hier raus, hier das für 40 Euro. Das heißt, ihr könnt heute 5000 V-Bucks gewinnen, um euch hier direkt das ganze Set zu holen und noch was anderes. Also wenn ihr die V-Bucks gewinnen wollt, einfach mich nur als Creator eintragen, hier einfach nur Snoxy reinschreiben und mir ein Foto davon machen und mir das Ganze auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox. Selbst wenn ihr mir das gesendet hattet schon mal in den letzten Giveaways, könnt ihr es mir gerne nochmal senden. Außerdem, ja, alle, die schon mal gesendet haben, können natürlich weiterhin noch teilnehmen. Also einfach mir ein Foto davon machen, wie ihr dort Snoxy hier eingetragen habt oder hier oben rechts oder auch, wenn ihr drauf geht, dann steht sie auch hier unten. Mit diesem Kauf unterstützt du Snoxy. Einfach mir davon ein Foto machen und auf Instagram als Privatnachricht senden. Ich versuche auch so vielen Leuten wie möglich darauf zu antworten. Ich schreibe da immer mit vielen Leuten. Natürlich möchte ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen, weil ich möchte nicht nur so Dauerabfertigung von Nachrichten machen, sondern ich will auch auf die Fragen und halt auf einfach den Chat eingehen. Deswegen werde ich es nicht schaffen, allen Leuten zu antworten und quasi alles zu sehen. Aber ihr könnt trotzdem teilnehmen. Also selbst wenn ich eure Nachricht jetzt noch nicht gelesen habe, könnt ihr natürlich trotzdem gewünscht mit teilnehmen. Deswegen ja, schickt mir einfach kurz, wie ihr dort Snoxy eingetragen habt und dann könnt ihr halt heute 5000 V-Bucks gewinnen und euch hier diesen geilen neuen Skin hier holen. Genau, passend dazu haben wir dann noch die Hacke und den Gleiter. Ich fange mit dem Gleiter an. Er heißt Fluttervieh und sieht relativ ähnlich aus wie der Skin. Nur, dass es halt nicht nur der Kopf vom Huhn ist, sondern auch der restliche Körper. Auch mit diesen coolen Derpy-Augen, würde ich es mal nennen. An den Füßen hält es so eine Kelle und einen Bratpfannenwender, an dem man sich dann auch festhält, wenn man quasi damit fliegt. Ja, finde ich ziemlich lustig gemacht und passend auch zum Skin. Und dann haben wir noch den Schneebesen drin. Eine neue Hacke für 500 V-Bucks. Ich finde den Sound eigentlich ganz cool. Man hört noch dieses Klimpern. Ja, finde ich ganz cool gemacht, vom Design her relativ schlicht, aber passt eigentlich ganz gut zum Pizzaroller und zum Bratpfannenwender. Bald haben wir also alle Küchenutensilien durch, fehlt eigentlich nur noch ein großer Löffel oder eine Kelle, dann haben wir eigentlich bald schon alle Utensilien zusammen für unsere gesamte Küche in Fortnite. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, 500 V-Bucks ist auch noch ein angemessener Preis. Und dann kommen wir schon zum nächsten Slot, und zwar haben wir da dieses Wukong-Set drin. Das besteht aus 4 Items, das ist der Wukong, sein Backpack, die Hacke, ich schiebe mal kurz den Setup. Und der Gleiter. Das Ganze kostet insgesamt 4080 V-Bucks, eine relativ merkwürdige Zahl. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier oben auch schon steht, einfach nur 15% Rabatt auf das ganze Paket sind. Heißt also, es kostet normalerweise, glaube ich, 4800 insgesamt. Man spart also 720 V-Bucks, wenn man sich das hier als Paket kauft. Wenn man das anscheinend schon hat, ich weiß nicht, ob man dann einfach nur Teile davon noch kaufen kann oder ob dann der Restpreis berechnet wird. Ich denke mal, wahrscheinlich wird der Restpreis dann berechnet und man bekommt darauf 15% Rabatt. Vielleicht aber auch aufs ganze Set, kann ich gerade nicht genau sagen, da ich ja schon die ganzen Items habe. Falls einer von euch jetzt noch nicht alle Items hat, kann er ja gerne mal nachschauen und da mir das in die Kommentare schreiben, damit auch die anderen genau wissen, ob man dann quasi auch auf nur Teile davon Rabatt bekommt, diese 15% hier. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Set. Ich mag ja den Wukong-Skin. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir heute den Patronengurt drin für 1500 V-Bucks. Ein, ja, relativ cooler Skin. Es ist kein Backpack, by the way, dieser Patronengurt hier. Ja, finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir noch den Boxstopp. Warte, haben sie den ändert? Der heißt Boxenstopp, der hieß doch früher anders, oder? Oder bin ich doof? Haben sie den Namen geändert? Wie hieß der Skin? Der hieß doch anders, oder? Warte, das google ich kurz. Hä?
der Taxifahrer-Skin Fortnite. Wie heißt der Skin? Ja, ich kann ja mein eigenes Video anschauen. Okay, mal gucken. Nein! So. Peitschenhieb hieß der. Der hieß Peitschenhieb. Genau, Peitschenhieb hieß der. Den haben sie einfach umbenannt in Boxenstopp. Ich denke mal vor allen Dingen, weil Peitschenhieb nicht so passend zum Skin war. Ich meine, das hatte irgendwie jetzt wenig mit dem Skin zu tun. Boxenstopp hört sich da, finde ich, schon ganz passend an für diesen Skin. Auf jeden Fall, ja. Boxenstopp heißt der Skin jetzt, wurde umbenannt. 800 V-Bucks, aber immer noch ein guter Preis. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Skin. Und dann haben wir noch den Pumpernickel-Emote drin für 500 V-Bucks. Und im letzten Slot haben wir dann die T-Pose für 200 V-Bucks. Ja, relativ simpler Emote. Man hat halt so einen bassigen Sound und dazu breitet man die Arme so wie ein T aus. Mehr passiert da jetzt auch nicht. Jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Dann könnt ihr auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop. Und auf die Endkarte lege ich euch noch ein Video von gestern ein. Da hatte ich nämlich ein Video hochgeladen, wo ich so ein 1 vs 1 Duell gegen Fix gemacht hatte. Und leider hat die Abo-Box irgendwie ein bisschen gesponnen. Das wurde vielen Leuten nicht angezeigt. Ich habe einige Nachrichten dazu bekommen. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt gerne hier drauf und schaut euch das an. War wirklich eine lustige Runde, deswegen würde ich euch ganz viel Spaß damit und würde ich sagen, hören wir uns dort. Einfach hier draufklicken und bis dann. Tschüss!